Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Januar-Variante der My Little Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box bekomme ich in der Kooperation, deswegen kann ich auch hier in diesem Video eine Box verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und es ist eine Box, eine französische Box, eine Beauty-Box, wo wir 3 Beauty-Produkte drin finden, 2 Lifestyle-Produkte und eine wunderschöne Geschichte, die uns quasi mitnimmt auf so eine kleine Gedankenreise. Das Ganze ist immer etwas verspielter und etwas, ich weiß nicht, ich finde es sehr charmant dargestellt, ne? Und ja, die kostet 18,50 Euro pro Box und pro Monat. Ich finde, das ist ein fairer Preis für das, was man bekommt. Und jetzt möchte ich mit euch mal zusammen hineinschauen. Sie ist manchmal auch einfach nicht in einer Box, sondern in einem Tuch, in einer Tasche. Einfach ein bisschen anders und das finde ich ganz süß, muss ich sagen. Ich meine, dass Thinking of Me, also an mich denken, das Motto ist, denn das steht in dieser Wolkengeschichte bei dieser Lady hier mit dabei. Und ich habe hier noch so einen Flyer. Sie lehrt mich, dass die Welt dazu gemacht ist, sich auf sie zu stürzen und sie zu genießen. Und dass es absolut keinen Grund gibt, sich zurückzuhalten. Keine Ahnung, das ist ein Zitat, hier sind Bücher drauf. Ja, sich anderen Welten öffnen. Oh, ja, und hier steht natürlich super viel drin, auch ein bisschen so zu den Produkten und so, wie man dieses Tuch anwenden kann. Wer Januar sagt, meint die Rückkehr der berühmten guten Vorsätze und damit unweigerlich auch das Comeback der Selbstbefehle. New Year, New Me. Wie wäre es denn, wenn du häufiger Nein sagen würdest? Deine Januar-Box ist wie ein kleiner Werkzeugkasten, der gegen den Strom schwimmt. Vollgepackt mit Tipps für dein inneres Gleichgewicht, Inspirationen, die dich dazu verleiten, in den Wolken abzuhängen, um die beste Version deiner zum Vorschein zu bringen. Lass uns gemeinsam sonnig, kreativ und kraftvoll in das neue Jahr starten. Hehe. Und hier sind dann so ein bisschen Tipps und Tricks und so, ne? Ein Zimmer für dich allein, über Autorinnen wird hier geschrieben, Accessoires für deine Me-Time. Und ja, ein bisschen so Kreativität habe ich dieses Jahr auch in das neue Jahr mit reingebracht. Und zwar habe ich ein Buch herausgebracht, das ist natürlich super witzig. Ich habe gerade das Launch-Video gedreht, deswegen, es liegt hier gerade neben mir. Hallo Mr. Bauchi, schaut gerne in der Infobox vorbei und wenn du möchtest, kannst du mich super gerne supporten und ja, vielleicht mal ein paar Seiten in diesem Buch lesen. Gönnt euch Hahn, Leute, es ist ein sehr süßes Buch, wie ich persönlich finde. Ich bin aber auch etwas befangen. Okay, okay, entdecke Slow Day, da kannst du einen QR-Code scannen und dann so ein bisschen in die Chili-Milli-Stimmung gehen. Slow Day ist die nachhaltige Bath and Body-Linie, die deinen Self-Care-Ritualen mehr Achtsamkeit schenkt und deren Duftstoffe zu 100% natürlichen Ursprung sind. Okay, von Slow Dry. Ah, da habe ich aktuell, habe ich aktuell tatsächlich eine Bodylotion in Anwendung mit Lavendel. Das wäre ja witzig, wenn wir die hier auch drin haben. Okay, so, Leute, Labarababa, Timestamps, ihr wisst Bescheid. Sind auch in der Infobox verlinkt, die Timestamps. Ich habe hier jetzt einmal das Produktchen, was ich öffnen möchte. Also da hat sich tatsächlich jemand hingesetzt und das finde ich immer so heftig. Und das per Hand geknotet, ne? Das ist wirklich, das muss man, also wenn man so dran denkt, da ist keine Maschine, die das gemacht hat, das war ein Mensch. Wirklich, der arme Azubi tut mir jetzt schon leid. Genau, so sieht das Ganze aus. Oh, süß. Okay, also, wir haben hier dieses Wolkentuch. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das dann in Anwendung nehmen kann. Ich bin nämlich eigentlich nicht so von solchen klassischen Halstüchern ein Fan. Aber irgendwie ist es süß, ne? Ich weiß noch nicht, es fühlt sich schön an. Es hat ein hübsches Design, aber in diesem Heftchen oder diesem Kärtchen vielmehr steht ja auch tatsächlich drin, wie man es anwenden kann. Du kannst es am Gürtel befestigen, an deiner Handtasche, zum Binden im Haar. Du kannst es als Geschenk, Papierersatz verwenden, was ich wahrscheinlich dann auch tatsächlich so verwenden werde. Ne? Denn meine Mom hat am 10.01. Geburtstag und dann könnte es gut passieren, dass ich dort dann ihr Geschenk reinverpacke. So. Geil ist einfach, du hast das Ganze hier auch noch nach wie vor in diesem Design hier weiterhin drin. Und in diesem Täschchen, was hier auch mit enthalten ist, haben wir oft dann auch schon Beauty-Produkte mit drin. Und das sind einfach, also
Designtechnisch finde ich es einfach großartig. Das ist so hübsch, ne? Es startet hier mit Pink Paradise von Les Secrets de Loli mit Jojoba, Amande de Douche und Pamplemousse Rose. Okay, 100 ml, immer mit Liebe, natürliche Inhaltsstoffe. Das dürfte dann tatsächlich ein, steht hier schön auf Französisch hinten drauf, ne? Ein Conditioner sein, oder? Adapté à tout type de cheveux. Hätte ich jetzt ohne Silikone, ohne Färbegeschichten, ohne Sulfate, ohne Alkohol, ohne Mineralöle. Siehst du, das kann ich relativ schnell entziffern. Mit Provitamin B5, Après-Shampooing. Ja, das ist dann für mich tatsächlich ein Conditioner, wobei du das für 2 Minuten, also 3 Minuten, 2 Minuten drin lassen solltest. Wobei tatsächlich muss ich auch gestehen, mache ich tatsächlich bei Conditioner eh sowieso, dass ich das dann immer so drin lasse, ne? Schön. Ein Conditioner. Dann haben wir hier tatsächlich genau die Bodylotion, die ich aktuell in Anwendung habe. Und da muss ich euch sagen, die ist toll. Die zieht schön ein. Die duftet angenehm nach Lavendel. Und ich weiß gerade nicht, was Sage ist. 100% vegan. 99% natürliche Inhaltsstoffe. Und die Flasche ist aus 100% recyceltem Plastik gemacht. Der Pumper ist toll. Ich mag das gerne. Wirklich tolles Produkt. Und habe jetzt quasi noch ein Backup hier. Die Bodylotion sanft in die Haut einmassieren, bis sie vollständig eingezogen ist. Das geht wirklich ruckzuck, Leute, muss ich euch wirklich sagen. Und danach bekommt man streichelzarte Haut, ne? Und ich als Mutti creme mich ja auch wirklich trotzdem noch jeden Abend ein nach dem Duschen. Und das muss dann ja immer noch irgendwie schnell gehen, ne? Weil dann relativ bald das Kind dann auch wieder am Schreien ist und gerne was essen möchte oder auf den Arm genommen werden möchte, wobei Schatzi dann auch da ist und da dann supportet, was auch so wichtig ist. Okay, egal. Auf jeden Fall tolle Bodylotion mit diesem Lavendelduft, der aber nicht zu aufdringlich ist, was ich auch noch dazu sagen muss. Schönes Produkt. Sehr cool, dass es hier mit in der Box drin ist. Wenn ich es aber richtig gesehen habe, gibt es noch Alternativen, dass du auch noch 2 unterschiedliche Varianten drin haben hättest können. Ne? Hier habe ich noch was von Barbour drin enthalten, von Dr. Barbour. Power Serum Ampullen mit Hyaluronsäure, 8D Hyaluronic Acid und Tripeptiden. Da sind 3 Ampullen drin. Die habe ich auch schon mal gemacht. Die mag ich sehr, sehr gerne. Eine sehr schöne feuchtigkeitsspendende Geschichte und sehr empfehlenswert. Ne? Ich gebe mir auch immer wirklich die komplette Ampulle auf Gesicht, Hals, Dekolleté und man sollte ab einem gewissen Alter halt einfach darauf achten, dass das Gesicht halt nicht hier endet, sondern hier, sagte Amelie with love, die liebe Amelie, letztens mal und das habe ich mir einfach gemerkt, da hat sie sowas von recht und ja, das kann einfach das Gesicht sehr gut gebrauchen, deswegen eine schöne Geschichte. Schön, das sind die 3 Beauty-Produkte und jetzt kommen wir zu den Accessoires. Sublimateur de Poigny. Hier steht es auf Deutsch dann auch drauf. Happy Reminder. Ein Armband, das dunkle Wolken vertreibt. Was gibt es Besseres als ein Me-Time-Armband am Handgelenk, das sich daran erinnert, wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern? Das ist natürlich schön. Da gucke ich mal rein. Ich bin eigentlich überhaupt kein Armband-Fan, Leute, ne? Aber da bin ich mal gespannt, wie man ein Me-Time-Armband definieren möchte. Okay. Das ist einfach nur hier mit diesen Wolken. Kannst du dir halt so drum binden. Hallo. Und dann steht da MeTime drauf. Okay. Ja gut, das ist halt wirklich ein Reminder dann in dem Sinne. Passt mir das überhaupt zweimal drumrum? Dann wird es bei mir ziemlich eng, aber es würde klappen. Ich habe einfach keine super dünnen Armgelenke. Handgelenke nennt sich das, ne? Nicht Armgelenke. Armgelenke? Na egal. Und also auf jeden Fall schön, dass man sich dann halt nochmal dran erinnert, sich MeTime zu gönnen, wenn man halt die ganze Zeit am Wuseln ist, ne? Ich bin so wuselig, dass mir so ein Armband auf den Keks gehen würde. Bin ich ehrlich, ne? Weil hier ist, das ist ja auch wie so eine Hundemarke, die wird mir die ganze Zeit einfach nur zu sehr fusseln. Also wenn ich sowas tragen würde, dann ohne den Anhänger. Klar, der Anhänger soll auch so sein, dass er einen halt auch dran erinnert. Und man das nicht einfach vergisst, ne? Aber ich bin da zu sehr Wusel. Und gerade weil ich halt nach wie vor, trotz frisch gebacken Mami und so, ne, nach wie vor halt arbeite und halt hier YouTube mache. Einfach weil ich Bock drauf habe, ne? Ganz einfach. Aber auch weil es uns Sicherheit gibt und wir diese Sicherheit halt auch irgendwo brauchen, gerade in der aktuellen Zeit,
kann ich mir selten Me-Time gönnen. Bin ich ehrlich, ne? Und die Me-Time, die ich mir dann nehme, ist dann das morgens eine halbe Stunde im Bad, abends eine Stunde ungefähr im Bad. Und das ist dann auch das, wo mein Freund mir den Rücken frei hält und dann auch Julius nimmt und mich dann machen lässt. Und das finde ich auch so gut. Wir bereiten das vor. Genauso hat er aber auch die Zeiten. Und wir arbeiten dann auch wirklich immer so Hand in Hand, dass wir auch zusehen, dass wir beide auch genug selber uns nicht vergessen, ne? Und meine Me-Time, und das ist eben halt auch noch so eine ganz, ganz wichtige Geschichte, was ich selber so sehe und was viele in meinem Umfeld auch erstmal verstehen mussten. Für mich ist mein Job auch Me-Time, denn das, was ich mache, liebe ich. Ich mache das hier mit YouTube von Herzen gerne. Ich gehe hier drin auf, wenn ich hier oben bin. Ich habe das selber gemerkt, als ich auch relativ schnell nach der Geburt von Julius wieder ans Film gegangen bin. Ich habe gesehen, wie sehr ich aufgeblüht bin, wie gut es mir getan hat, wieder hier Filme zu drehen, mich um mich zu kümmern, mich zu schminken. Und wenn es heißt, dass ich mich vorher fertig mache und Julius dann halt hier auf dem Arm habe und so weiter und mir wirklich die Zeit freischaufeln muss, ich habe es und ich tue es nach wie vor, ich genieße es wie Bolle, wenn ich hier oben sitzen kann und meine Videos drehe. Wenn ich unten sitze und die Videos schneide, wobei ich da meistens Julius auf dem Arm habe und er immer mit dabei ist. Aber es ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit und deswegen bin ich immer wieder, wenn ich mich selber auch daran erinnere, wie gerne ich das hier mache, euch einfach unheimlich dankbar, weil ihr das ermöglicht habt. Ne? Wärt ihr nicht da, hättet ihr meinen Kanal nicht so supportet und mich nicht so gepusht, hätte ich niemals die Möglichkeit gehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen und das hier zu meinem Beruf zu machen. Also vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Wirklich, wirklich ganz viel Liebe. Ne? Und ja, deswegen, das ist einfach eine heftige Kiste für mich und deswegen genieße ich das halt auch so. Klar, es ist Arbeit und manchmal muss man halt auch ein bisschen vorarbeiten, nacharbeiten und struggelt vielleicht auch mal ein bisschen, aber ich lieb's. Ich lieb's von Herzen und wenn ich es nicht so sehr lieben würde, dann hätte ich mir das auch alles nicht so hier gestaltet. Ne? Also, ihr seid schuld und ich habe euch dafür unglaublich lieb, dass ihr das alles so mitverfolgt und dass ihr mit dabei seid, mich supportet. Also danke, Leute, wirklich, ihr seid krass. Okay, so, emotional, ich gehe jetzt mal zum nächsten hier. Ein Schluck Self-Love, I'm worth it. Das Rezept für Self-Love. Eine Prise Fernweh, 3 Löffel Schaumbad und Feuchtigkeitsmaske. Okay, eine große Handvoll Unfollow und von Insta-Accounts, die mich runterziehen. Oh ja, 2 große Spaziergänge pro Woche mit einem fröhlichen Podcast im Ohr. 4 Komplimente, die ich an meine Crew weitergeben kann, denn Self-Love muss man teilen. Psst, diese Kaffeetasse ist super praktisch, Mikrowellen geeignet und sogar spülmaschinenfest. Oh, eine Kaffeetasse. Sehr cool. Das finde ich, also ich mag Kaffee. Oh, die ist aber klein. Ich brauche Kaffeepötte. Okay, die ist wirklich sehr, sehr klein. Also die ist sehr klein. Könnte fast schon eine Espresso-Tasse sein. Be sweet to yourself steht auf dem Kaffeeboden. Süß, definitiv, ne? Aber die ist wirklich klein. Also für meine Verhältnisse. Ich habe sonst echt immer Kaffeepötte. Aber hübsch finde ich die auf jeden Fall. Auch hier ist so eine Wolke wieder drin. Also dieses Design mit diesen Wölkchen zieht sich komplett durch. Und das wäre jetzt auch die Box gewesen. Wir bezahlen 18,50 Euro natürlich nicht nur für die Produkte, sondern auch für dieses ganze, was dahinter steckt, für diese Geschichte, für diese Reise, ne? Und das finde ich einfach schön und das mag ich einfach gerne. Deswegen finde ich persönlich, ist die My Little Box eine der Boxen, die einfach am liebevollsten gestaltet ist und die halt irgendwie einen Mehrwert hat und eben nicht nur die Produkte einem so gibt und vielleicht so ein Allerweltsmotto, sondern halt wirklich eine Box, die sich was überlegt hat. Und deswegen möchte ich euch die wirklich, ich glaube sogar als erste Box in diesem Jahr, mal wieder ans Herz legen. Richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob aktuell ein Code möglich ist. Ich habe noch kein Briefing bekommen zum Zeitpunkt, wo ich das hier schon filme. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da würde ich euch das verlinken oder habe euch das im Laufe des Videos auch eingeblendet. Ne? Ja, vielen, vielen Dank an das My Little Box Team für die Zusendung der Box und vielen Dank an euch fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.